Aha, ein fliegender Koloss also. Ich glaube, das ist sogar einer meiner Lieblingskolosse, falls der ist, für den ich halte. Upsa. Nicht X, sondern Dreieck. So, dann können wir mal direkt gucken, wo dieser Koloss ist. Das wäre dann unser fünfter Koloss. Wir machen Fortschritte. Es gibt nur 16 Gegner in diesem Spiel, ne? Und wir haben schon vier davon besiegt. Andere Richtung vielleicht? Ja, in der Richtung. Na dann los. Kurz auf die Karte gucken. Ja. Los geht's. Na komm, Avro. Dankeschön. Wir wollen in die Richtung, ja. Das sieht so aus wie eine Schlucht. Aber ich hoffentlich können wir hier weiter. So. Ja, wir können hier weiter. Ich glaube aber gleich ohne Avro. Und da ist auch schon eine Brücke dort hinten, wie ich gerade sehe. Wir gehen aber erstmal hier lang. Das Spiel ist fantastisch, ey. So schön, so ästhetisch. Hier lang. Ja, wir müssen ein bisschen eine kleine Tour machen. Yeah. Und dann gucken wir. Ja. Ja. So, oh, ein Schrein. Wow, wie wir fliegen, du. Ich bin nur zum Schreien hier. Wie man betet, gar keine Ahnung. Warte kurz. Ich habe wirklich keine Ahnung, wie man betet. Naja. Dann, aber. Gehen wir weiter. Es geht hier lang, nicht wahr? Ja, da lang. Los geht's, aber. Yeah! Keine Sorge, das schaffen wir schon. Was ich auch immer mal wieder überlegt habe, zu streamen und zu zocken, ist The Last Guardian. Auch wenn da die KI ein bisschen schlimmer war von unserem kleinen Freund, ne? Macht, war das Spiel trotzdem ein geiles Erlebnis. So. Ja. Aber du musst hier bleiben, denn ich muss da durchschwimmen. Los geht's. Können wir aber noch tiefer? Ja, können wir. Und zwar nämlich hier. Ja, ich glaube, das war der Kampf, den ich sehr geil fand. Von der Szenik her. Ich könnte euch schon mal auf was gefasst machen. Denn das wird ein ziemlich cooler Kampf, wie ich finde. So. Okay. Jetzt muss ich nur überlegen, wie man den nochmal macht. Ich habe den vollkommen vergessen, leider. Aber ihr könnt euch auf etwas gefasst machen, das sage ich euch. So. Den fand ich ein bisschen schwieriger. Denn der ist hyperaggressiv, glaube ich. Naja, runter mit dir. So eine traurige Musik, Alter. So. Wir schwimmen oder tauchen noch unter Wasser ein bisschen, bevor wir uns zeigen. Und ich glaube, wir müssen. Das Ziel ist es, im Endeffekt auf seine Flügel zu springen. Während er an uns vorbei flitzt, ne? Jetzt muss ich nur überlegen, wie wir es am besten hinkriegen. Wir müssen ihn provozieren und dann dafür sorgen, dass er frontal auf uns zufliegt, um dann auf seine Flügel im Endeffekt zu springen. So ist der Plan. Falls ich das noch richtig im Kopf habe. Aber dafür müssen wir erstmal irgendwo hoch. So.
Und ich sehe gerade keine Stelle, wo ich hochklettern kann. Also nicht hier zumindest. Weil der ist nicht ungefährlich, das muss ich euch schon sagen. Weil der greift doch, glaube ich, mehrmals an. Falls ich es noch richtig im Kopf habe. Ich mache das Spiel ein bisschen lauter. Weil die Musik ist halt fantastisch, du. Geiler Sprung. Ja, sehr, sehr geiler Sprung. Vielleicht dort? Beobachtet er uns? Ja, der beobachtet, glaube ich, uns. Und dafür müssen wir, glaube ich, aufpassen. Weil er kann ziemlich gefährlich werden. So. Ja, ja. So, wie können wir jetzt hier hoch? Das ist das Ding. Irgendwo müssen wir jetzt hochkommen können. Sehen wir es auf der Karte? Nein, natürlich nicht. Der beobachtet uns, ja. Ja, aufmerksam will ich ihn ja im Endeffekt machen. Nur was ich mich frage, ich muss ja irgendwo hoch. Oder muss der erstmal eine Stelle kaputt machen, bevor ich irgendwo hoch kann. Kann auch sein. Wie gesagt, ist schon her, seitdem ich das Spiel gespielt habe. Soweit ich mich erinnere, muss ich eigentlich dafür sorgen, dass er. Na, guck mal, weil von hier aus triffst du ihn halt nicht. Nee. Wir müssen irgendwo eine Stelle haben, wo wir hochklettern können. Ich weiß nur nicht, wo es nochmal war. War es vielleicht doch dort? Eigentlich. Ah. Vielleicht hier? Weil irgendwo muss ich hoch. Das weiß ich. Hundertprozentig. Nur weiß nicht mehr ganz genau, wo. Ah, ich stelle mich gerade ein bisschen doof an. Ich weiß. Es tut mir leid. Nur suche ich gerade die Stelle, wo man hochkommt. Na, nee. Gucken wir mal danach. So, hoch mit dir, Kollege. Und dann zack. Und los. Ja, ich weiß. Aufmerksam, ja. Nur geht das schlecht, wenn ich noch nicht weiß, wo ich hochkomme. Boah, wir müssen ja keine Angst haben erstmal. Erstmal muss ich gucken, wie ich hochkomme. Ich schwimme mal dahin. Boah, das dauert schon lange, ne? Also kann ich mir nicht vorstellen, dass das... Wir müssen schon irgendwo hier hochkommen können. Oh nein. Warte, ich bin vielleicht doof. Wir müssen, glaube ich, nicht hoch. Wir müssen vielleicht ihn von hier aus abschießen. Ich glaube, so war's. Bumm. Ja. Ich glaube, das war nämlich so. Das ist echt etwas her jetzt. Deswegen warten wir erstmal. Bis der gleich auf uns angeflogen kommt. Der holt wahrscheinlich etwas aus. Oder ich muss ihn nochmal provozieren, wer weiß. Da kommt er. Der fliegt an uns vorbei. Willst du nicht zu uns? Na? Ich glaube, jetzt komm. Ups, ja, falsche Taste natürlich. Stimmt, wir müssen zweimal treffen, ne? So. Mal gucken, ob wir ihn treffen können. So. Jo, wir haben ihn getroffen. Jetzt erwütet.
Jetzt. Jetzt wird's. Ja, jetzt kommt er von dort unten. Ja, da kommt er. Jawohl! Genau so. Der ist aber anstrengend, weil er sehr viel Blatt hat. Schnell! Auf seine Rücke. Oh, stimmt, der... Ich weiß schon, wo die Schwachstelle ist. Oh, festhalten. Oh, guckt euch das an. Ich finde, das ist so gut gemacht. Ja, guckt euch das an. Wie weit wir fliegen. So, ich will aber warten, bis er stabilisiert. Guckt euch das an, es ist so geil. Seine Schwachstelle. Oh. Ach, deine Schwachstelle ist noch nicht hier. Jetzt schwören kann ich schon hier. Wahrscheinlich erstmal auf dem Kopf noch. Ja. Wir schaffen das. Oh. Ja. Oh. Oder ich pack mal mein Schwert aus. Aber erstmal warten, bis er sich beruhigt. Weil der ist noch gerade unruhig. Nein. Jetzt. Oh. Irgendwas passiert. Ich laufe mal in die Richtung. Vielleicht sehe ich es ja gleich. Und festhalten. Stimmt, ich glaube an jeder Flügelseite, ne? Ja. An jeder Flügelseite eventuell. Ja. Oh, oi. Festhalten. Ja, ich sehe es jetzt. Und dann am Ende am Schmal. Jetzt aber. Perfekt. Und dann? Los geht's. Festhalten. Oh, jetzt fliegen wir gerade kopfüber. Nicht mehr. Okay, ein Flügel down. Oh. Wir haben uns noch stabilisiert. Jetzt. Los, auf den anderen Flügel. Oh, der fliegt aber mit einer Geschwindigkeit. Wir werden weggeblasen. Schnell, bevor er genau das macht. Oh, ich kann mich noch festhalten. Aber ist das eine gute Stelle zum Festhalten? Ich weiß es nicht. Bis jetzt ja. Komm, stabilisier dich wieder, Bruder. Oh. Na? Noch nicht ganz. Ich bin noch nicht zufrieden. Jetzt. Oh. Kann sogar sein, dass er einmal unter Wasser fliegt, glaube ich. Jetzt aber. Und boom. Oh nein, nicht ganz. Jetzt. Oh, wow. Das wird jetzt unschön, du. Ich kassiere jetzt einmal hart. Oh. Loslassen und... Damit wir Ausdauer haben und jetzt. Ah, nicht ganz. Leider verfehlt. Nochmal jetzt. Jetzt. Oh, es kann sein, dass wir jetzt runterfallen. Ja, wir werden 100% runterfallen. Oder nicht? Ausdauer? Ja. Jetzt zurück. Oh. Der hebt ab. Jetzt zurück. Oh, jetzt macht er eine scharfe Kurve. So, jetzt hier. Boom. Perfekt. Und hier. Nimm das. Und zu guter Letzt. Es tut mir leid, Kollege, aber es muss getan werden. Und es fiel der fünfte Koloss. Oh, wo kommen die Schatten? Ich sehe die gerade nicht. Von unten wahrscheinlich, ne? Ich sehe die Schatten noch nicht. Da. Da kommen sie. Nimmt mich! Da!
Wunderbar, wunderbar. Und somit ist die fünfte Statue zerstört. I'm the Jewish, was the only.